Ich darf Sie herzlich begrüßen zum Presspoint mit dem Premierminister der Republik Montenegro, Dritan Abasovic, und dem Bundeskanzler der Republik Österreich, Karl Nehammer. Bitte. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich werde auf Montenegrinisch sprechen, wenn Sie mir es erlauben. Zuerst möchte ich meine große Dankbarkeit an den österreichischen Bundeskanzler ausdrücken für die Einladung. Es ist eine große Ehre für Montenegro, für die Regierung Montenegros und für mich persönlich da, weil das der erste bilaterale Besuch der neuen Regierung einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, und zwar nicht irgendeinem Mitgliedstaat, sondern der Republik Österreich, dem größten Freund unseres Landes und einem Staat, der ständig auch die Erweiterung der EU befürwortet und so auch eine große Zuneigung gegenüber dem zeigt, was auch die Ambitionen Montenegros sind. Und die Ambitionen Montenegros sind es, das nächste Mitgliedsland der EU zu werden. Wir sind überzeugt, dass wir alle Charakteristiken besitzen und dass wir ein idealer Staat sind für die Erweiterung, was auch verdiente Resultate sind. Und dass die schnellere Integration Montenegros in der EU einen starken, positiven Impact schaffen würde, eine positive Vibration auch für die anderen Staaten des Westbalkans, damit auch diese möglichst rasch voranschreiten auf diesem europäischen Weg. Wir sind uns einig, der Bundeskanzler und ich, dass es nicht nur Interesse des Montenegros ist, Mitglied der EU zu werden, sondern es auch Interesse der Republik Österreich ist, dass Montenegro ein EU-Mitgliedstaat wird. So würden wir größere Solidarität in Europa zeigen, die Idee des gemeinsamen Europas erweitern würden, verbreiten würden und mehr Wohlstand schaffen. Und ich hoffe, wir werden uns demnächst auch mehr der Wirtschaft, den Fortschritten, einen besseren Wohlstand widmen können und weniger jenen Themen, die uns bisher die Region des Westbalkans belastet haben. Unser wichtigster strategischer außenpolitischer Partner bleibt weiterhin Österreich. Österreich hat eine bedeutende Wirtschaftstätigkeit in unserem Land. Ich habe diese Gelegenheit genutzt, um auf einige potenzielle infrastrukturelle Projekte hinzuweisen, aber auch Projekte im Tourismus, die auch für österreichische Unternehmen interessant sein können. Alle sind mehr als willkommen. Die Bürger Österreichs sind auch sehr willkommen als Touristen in Montenegro. Und ich glaube, sie werden mit den Dienstleistungen und all dem, was unser Land bieten kann, zufrieden sein werden. Was ist die beste Art und Weise, wie zwei Staaten hier? Am Schluss möchte ich nochmals meinen ausgesprochenen Dank ausdrücken an den Bundeskanzler, die gesamte Regierung Österreichs und mich auch für den Non-Paper bedanken, die im Namen der Republik Österreich, der Regierung der Republik Österreich erstellt wurde, wo all das angesprochen wird, was der Westbalkan benötigt, dass die Türen der gemeinsamen europäischen Familie geöffnet werden, dass diese Türe nicht verschlossen bleibt, dass gerade diese Krise von uns allen genutzt wird als neue Chance für eine bessere, schönere Zukunft im Vergleich zu dem, was unsere Vergangenheit war. Ich glaube nämlich daran und bedanke mich nochmals beim Herrn Bundeskanzler und hoffe, dass wir ihn auch so, wie er uns empfangen hat, auch sehr geehrter Herr Premierminister, sehr geehrte Damen und Herren, es ist tatsächlich heute für Österreich auch ein besonderer Tag. Ich freue mich sehr, dass der Premierminister von Montenegro hier bei uns zu Gast ist, weil erstens für Österreich der Westbalkan an sich ein ganz wichtiger geostrategischer Raum ist, wenn es um Sicherheitsfragen geht auf der einen Seite, aber auch wenn es darum geht, dass wir in der Wirtschaft deutlich auch hier von der Prosperität, vom Wachstum auf dem deutlich profitieren
durch Investitionen und durch eine gute und mittlerweile sehr vertrauensvolle, enge wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wenn es darum geht, Montenegro bei dem Weg in die EU zu begleiten, so ist das insofern einfach, weil Montenegro enorme Anstrengungen unternimmt, um eben die Anforderungen der Europäischen Union auch tatsächlich erfüllen zu können. Wir sind Begleiter auf diesem Weg. Wir bieten auch dort, wo es notwendig ist und sinnvoll ist, unsere Hilfe und Unterstützung an und glauben eben, dass wenn wir es schaffen, dass die Europäische Union dem Westbalkan als Gesamtes, nämlich die Union als Gesamtes, als wichtigen Raum für Wachstum innerhalb der Europäischen Union, aber auch Ausrichtung begreift und wahrnimmt, dass wir insgesamt hier eine positive Entwicklung für die Europäische Union vornehmen können und nicht nur, weil es Interesse der Westbalkanstaaten im Besonderen ist. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass nicht nur die Europäische Union ein Interesse am Westbalkan hat, sondern auch die Volksrepublik China, die Vereinigten Arabischen Emirate. Und all das bedeutet, dass wir uns anstrengen müssen, auch von Seiten der Europäischen Union, dem Westbalkan zu zeigen, dass wir in erster Linie das Interesse haben an den Ländern des Westbalkans, dass wir dazu da sind, auch diesen Weg mit zu fördern und zu begleiten, weil wir in Summe als Gemeinschaft mit den Westbalkanstaaten gemeinsam profitieren werden. Wir werden uns dafür einsetzen, so wie es auch in dem Vortrag geschrieben von Außenminister Schallenberg und der Europaministerin Caro Edtstadler wurde an die EU-Mitgliedstaaten verteilt, um eben nochmals auf die Bedürfnisse der Westbalkanstaaten hinzuweisen, auf die Möglichkeiten, die jetzt auch dadurch gegeben sind, da es viele Anstrengungen in den Staaten gibt, auch von der EU-Seite entgegenzukommen und zu sagen, es ist wichtig, bei informellen Sitzungen einen Teilnehmerstatus zu erreichen, wo es wichtig ist, im Dialog zu bleiben und das ständige Interesse der Europäischen Union an diesem wichtigen Raum zu bekunden. Und noch eine für mich nicht unwesentliche abschließende Bemerkung. Österreich ist in einer besonderen Situation. Viele Menschen aus dem Westbalkan leben in Österreich, haben in Österreich eine Heimat gefunden und sind gleichzeitig mit ihren Herkunftsländern noch eng verbunden. Daher ist es für uns auch, dass die Staaten des Westbalkans so rasch als möglich jetzt an die EU herangeführt werden, dass wir auf die Expertise zurückgreifen können. Es ist wichtig, auch vieles zu erfahren, was man von außen gar nicht sieht. Das kann nur durch enge Kooperation passieren. Und ich kann nur sagen, ich freue mich auf unsere weitere enge Zusammenarbeit. Österreich wird weiter eine starke Stimme für Montenegro, aber auch für die anderen Staaten des Westbalkans sein, wenn es um den EU-Beitritt geht. Und ich nehme die Einladung sehr, sehr gerne an und freue mich, wenn wir einander dann auch wieder in Montenegro sehen. Wir kommen zu den Fragen. Frau Mirković, RTCG. Snežana Mirković from TV Montenegro. So the questions for both Prime Minister and Chancellor. I will continue in Montenegrin because of the translation. So for gospodine Neherman, postoje gore na relaciji određenih partija koje formiraju i podržavaju vladu Crne Gore vezano za ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Sad moje pitanje je šta je vaša ključna poruka za crnogorsku vladu u ovom trenutku i šta je ono što je ključno za naš put ka Evropskoj uniji u ovom trenutku tako da bi Brisel dao neke konkretne signale da napredujemo ka Evropskoj uniji. Za premijera Abazovića pitanje. S obzirom na to da Evropska unija stalno ponavlja da je ono što je najvažnije izbor članova sudskog savjeta, VDT, izbor Ustavnog suda, članova Ustavnog suda, izborne reforme također, zbog čega je sada temelj. Vi ste i sinoć imali sastanak predsjedništva vaše stranke, mediji pišu da ste imali sastanak i sa predsjednikom države Đukanovićem, jutro sastanak, dakle, sa parlamentarnom većinom, brojni sastanci. Šta su zaključci tih sastanaka i da li je dovedeno u pitanje zapravo opstanak ove vlade? Hvala.
Evo, ja ću iskoristiti priliku da odgovorim prvi. Dakle, što se tiče temeljnog ugovora, on nije predmet europskog AKI-a, to je naše interno pitanje u smislu, ono se ne odnosi na našu relaciju između Podgorice i Brisela, odnosno na integracioni proces. Na integracioni proces se odnose stvari koje ste naveli u drugom dijelu pitanja, sudski savjet, ustavni sud i izbor VDT-a. I to je nešto. Imamo konkretne rezultate do 31. jula, možda ne po svim pitanjima, ali po dijelu pitanja. Možda ne po svim, ali po dijelu pitanja. I to će, čini mi se, da poveća tu akceleraciju vezano za Evropsku uniju. Čuli ste i austrijskog kancelara, mi moramo da isporučimo rezultate. Dakle, mi ne tražimo ništa, nikakav specijalni status, tražimo da isporučimo rezultate i vjerujem da ovu šansu koja se Crnoj Gori ukazala ne smijemo da propustimo. Zašto, i da odgovorim, zašto sada temeljni ugovor, a ne možda kasnije ili neko drugo pitanje, ja mislim da su to kombinovana pitanja. Zašto mislim da su kombinovana? Zato što moramo da dođemo do većine od 54. Nekome je najvažniji temeljni ugovor, meni je najvažniji sudski savjet. Nismo svi isti, vjerujem da u mnogim demokratskim vladama je situacija da neke partije različito gledaju neka pitanja, da su neka prioritetnija, neka nisu prioritetnija, ali u svakom slučaju mislim da mi treba da odradimo svoju evropsku agendu. Vidite da imamo veliku podršku sa strane, ja očekujem da istu tu podršku imamo i kod kuće. Vlada je nastala da bi odblokirala evropski put i njena glavna ambicija i glavni cilj ostajanje promijenjen. A to je da ukažemo da možemo da odradimo svoj posao u najkraćem mogućem periodu. I da Crna Gora što je prije moguće dobije pozitivan signal koji neće samo značiti napredak i veliki korak za Crnu Goru, nego po mom skromnom sudu za druge države regiona koji također čekaju i žele, imaju nadu da se pridruže velikoj evropskoj porodici. Zahvaljujem. S jedne strane je Austriji važno da jedno i drugo čini, da konstruktivno prati Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji. Mislim da je to veoma važno, što znači konstruktivno da prati. Konstruktivno da prati znači da ćemo uvijek pokušavati da svaki korak Crne Gore podržavamo ako se radi o tome. Betreffend eines Beitrittes zu erfüllen. Das kann auch sein, dass es hier um nationalstaatliche Unterstützung geht. Das kann auch sein, dass wir bilateral Hilfe geben dort, wo es vielleicht notwendig ist, damit hier schnellere Fortschritte auch erreicht werden können. Die andere Ebene ist die Frage, wenn Montenegro innerhalb der Nachbarschaft zwischen Serbien und Montenegro Abkommen schließt und hier versucht, eben auch dadurch Stabilität, Rechtssicherheit innerhalb der Staatengemeinschaft des Westbalkans zu erreichen, dann auch gibt es dafür von unserer Seite her natürlich die volle Unterstützung, weil es braucht ja zuerst einmal Stabilität und Geschlossenheit der jeweiligen Beitrittswerber, um dann in weiterer Folge auch Beitrittserfolge erzielen zu können. Wir sehen, auch hier involviert sich Österreich in einer ganz anderen Situation, viel schwieriger, viel herausfordernder als Montenegro, wenn wir an Bosnien-Herzegowina denken. Das heißt, Österreich wird hier immer differenzieren müssen. Montenegro hat am meisten Fortschritte als der Staaten vom Westbalkan, wo es jetzt darum geht, auch Geschwindigkeit aufzunehmen in den Fortschrittsbestrebungen der Beitrittsverhandlungen. Und auf der anderen Seite müssen wir genauso, in dem Fall dann Bosnien-Herzegowina, das noch keinen Kandidatenstatus hat, aber zum Beispiel jetzt dabei unterstützen, die Spannungen, die innerhalb Bosniens entstehen, auch wieder abzufedern und einen hier auch einen Weg zu finden, der konstruktiv ist und eine Perspektive für Bosnien-Herzegowina bedeutet. Das Entscheidende ist, dass man differenziert. Österreich ist ein redlicher Vermittler zwischen dem Westbalkan und der Europäischen Union. Jeder Staat am Westbalkan ist eben besonders zu beurteilen, besonders zu begleiten.
Und da wir Österreicher eine hohe Verbundenheit haben, auch geschichtlich, auch mit Montenegro, sind wir, glaube ich, dafür ganz gut geeignet, hier oft auch eben unterstützend wirken zu können. Ja, danke. Ich hätte zwei Fragen zum Komplex EU-Erweiterung. Zunächst an Sie, Herr Bundeskanzler. Sie haben ja vor dem EU-Gipfel ein bisschen mit der Veto-Karte gefuchtelt. Die haben Sie geschwungen. Dann ist es aber doch so herausgekommen, dass man für die Ukraine den Kandidatenstatus beschlossen hat und beim Westbalkan es nicht viel weitergegangen ist. Jetzt zeigt eine Umfrage auch, dass das eigentlich auch dem Stimmungsbild in Österreich entspricht, wo die Leute einer schnellen Annäherung des Westbalkan eigentlich viel skeptischer gegenüberstehen als dem Kandidatenstatus für die Ukraine. Meine Frage an Sie, wie erklären Sie sich das, dass es da sozusagen eine unterschiedliche Einschätzung gibt in der Bevölkerung zu dem, was Sie sagen? Und an Ihren Amtskollegen hätte ich die Frage, wir haben für das Non-Paper, das überrascht ein wenig, Ihr Amtsvorgänger, der Herr Krivokapic, hat in einem Interview vor, glaube ich, 2 Jahren gesagt, er wünscht sich, dass Montenegro im Jahr 2024 EU-Mitglied wird. Wie wir wissen, Montenegro ist ein Land, das schon de facto der Eurozone angehört, das an 2 wichtige EU-Staaten wie Kroatien und Italien grenzt, das NATO-Mitglied ist. Also da würde mich schon interessieren, was Sie als Land mit einem Konzept anfangen können, das Zwischenschritte auf dem Weg zum EU-Vollmitgliedschaft vorsieht. Also zum einen, warum sind die Menschen diesen Veränderungen gegenüber skeptisch? Das überrascht gar nicht in einer Zeit der Unsicherheit. Und unsere Aufgabe in der Politik ist zweierlei, den Menschen in ihrer Unsicherheit betreffend, diese auch wirklich Sicherheit zu geben. Das heißt, wir müssen unsere nationalen Hausaufgaben machen. Wir müssen die Folgen der Inflation, der Teuerung, der Energieversorgungssicherheit für die Menschen lösen und sie nicht mit den Folgen beschweren auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch politische Verantwortung, darüber hinauszugehen und zu sagen, was ist sicherheitsstrategisch, was ist wirtschaftlich für Österreich wichtig. Und wenn ich daran denke, dass österreichische Unternehmer zu den größten Investoren am Westbalkan gehören, dann heißt das, dass auch damit österreichische Arbeitsplätze davon abhängig sind, wie sich der Westbalkan entwickelt. Also ganz klares nationales Interesse. Das heißt, man muss differenzieren. Jetzt ist eine Zeit der Krise. Die Menschen haben Sorge. Das ist nicht dann für die Menschen an sich klar verständlich, dass man sagt, man nimmt hier dann ein. Und gleichzeitig haben wir in der Politik die Verantwortung, auch dafür zu sorgen, dass wir weiter in der Wirtschaft wachsen können, weiter Arbeitsplätze auch in Österreich entstehen können und auch sicherheitsstrategische Partnerschaften gerade in Zeiten der Unsicherheit umso notwendiger sind und richtig sind. Ich bedanke mich für die Frage. Sie wissen, eines sind die Wünsche, andere sind Möglichkeiten. Ich würde mir wünschen, dass Montenegro schon lange Mitgliedstaat der EU ist. Und ich glaube, wenn wir verantwortungsvollere Regierungen gehabt hätten, die hätten bekämpft die organisierte Kriminalität und Korruption, ich spreche für den Zeitraum von 2014 bis 2017, dann wären wir vielleicht schon weiter fortgeschritten und näher herangerückt an die EU. Aber das ist leider nicht passiert und jetzt müssen wir versuchen, erfolgreicher zu sein als unsere Vorgänger und hier einen neuen Impuls setzen. Das Non-Paper Österreichs, für das ich dankbar bin, habe ich in anderer Weise gelesen, als einen Wunsch nämlich, dass man hier den Akzent auf den Westbalkan legt. Und das tun nicht viele Staaten in der Europäischen Union, aber das tut Österreich. Und darum verdient es unseren besonderen Dank, den Dank der montenegrinischen Regierung. Wir führen hier keine egoistische Politik. Wir freuen uns, wenn andere Staaten wie die Ukraine und Moldau einen Kandidatenstatus bekommen. Wir freuen uns am Erfolg aller unserer Nachbarstaaten und freuen uns natürlich auch, wenn man auch die Bedeutung Montenegro
Region und dass diese Region möglichst mehr an die Europäische Union angenähert werden muss. Das weckt Hoffnung bei unseren Bürgern. 80% unserer Bürger unterstützt Montenegros Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und ich glaube, dass die Situation betreffend Erweiterung nun in der EU besser ist nach dieser Aggression Russlands auf die Ukraine als davor. Dass die EU-Bürger verstehen, dass eine breitere und größere Solidarität wichtig ist für den Sicherheitsaspekt der Europäischen Union selbst. Und ich glaube, dass wir gemeinsam die besten Lösungen finden werden. Was bedeutet das? Dass wir nutzen werden die Unterstützung, den guten Willen unserer Partner und andererseits als Land, also wir konkret als Montenegro, Ergebnisse liefern werden, die von uns erwartet werden. Das ist eine faire Beziehung, eine Beziehung, so übernimmt jeder eine Verantwortung und die Commitments. Und ich freue mich, dass mit Österreich insbesondere, aber auch mit anderen Mitgliedstaaten, wir eine solche offene Beziehung haben, die auch beinhaltet gemeinsame Erfolge und auch die Fortsetzung gemeinsamer Erfolge. Thank you very much. Wow. Dankeschön. Thank you.